Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch momentan Spezialfahrzeuge per GFK Scope Friends ziehen könnt. Momentan gibt es da zwei verschiedene Varianten. Und zwar einmal, ja, wenn ihr das Spezialfahrzeug euch schon mal vorher gekauft habt. Und dann gibt es halt noch eine Variante, wenn ihr das Fahrzeug vorher noch nicht gekauft habt. Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von eurem Freund. Ihr und euer Freund braucht auf jeden Fall die MOC, euer Freund natürlich das Spezialfahrzeug, was er euch geben will. Und ja, ihr braucht dann halt noch so viele kostenlose Allergies oder Fahrzeuge, die nicht mehr benötigt, so viele Spezialfahrzeuge, wie ihr euch auch ziehen wollt. Und ja, ebenso braucht ihr noch einen Freund, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr auch euch einfach den Bot benutzen, den ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde. Und ja, wenn ihr soweit alles habt, können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach zu eurer MOC, euer Freund stellt sich hinter eurer MOC, ihr geht damit auf ein Eintreten mit neuen Freunden und Crew. Also diese Version, die ich euch jetzt zeigen werde, ist, wenn ihr das Fahrzeug vorher schon gekauft habt. Also ich werde mir jetzt den Blazer Aqua ziehen, den Blazer Aqua hatte ich mir vorher schon gekauft. So, ihr fliegt mit der MK2 einfach aus der MOC raus. Steigt dann ab und besorgt euch ein MPC-Auto, mit einem möglichst großen Dach. Steigt dann wieder auf die MK2 auf, einfach aufs Dach drauflegen. Und sobald ihr könnt, Steuerkreuz nach rechts, dann einfach absteigen. Wir lagern dann einmal unser MK2 ein über das Interaktionsmenü, persönliches Fahrzeug einlagern. Und fordern uns einmal das Spezialfahrzeug an, was wir austauschen wollen. In meinem Fall ist das der Blazer Aqua. Den hatte ich mir einfach gekauft, ist komplett ungemoddet, ungetunt und den möchte ich jetzt gerne austauschen. So, dann warten wir einmal, bis das Fahrzeug geliefert wurde. So, das Fahrzeug ist da. Als nächstes einfach nur auf das Fahrzeug aufsteigen, was ihr euch ziehen wollt. Euer Freund geht jetzt in seine MOC auf Eintreten meiner nahen Freunden und Crew. Wenn er in seiner MOC drin ist, muss er uns einmal eine Einladung schicken. Diese müssen wir einmal dann bestätigen und dann bekommen wir jetzt den unendlichen Blackscreen. Und jetzt kommt der Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Wie gesagt, ich benutze einfach den Bot Anavac2, werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Einfach beitreten. Und die Meldung, die jetzt kommt, einfach mit X bestätigen. Dann werdet ihr kurz gefreezed und spawnt dann in eurer MOC drin. So, seid ihr dann in der MOC angekommen, muss dann euer Freund euch nochmal eine Einladung schicken in seine MOC. So, diese Einladung nehmen wir auch einmal an und landen dann in seiner MOC. Und ja, jetzt müssen wir einfach nur noch auf das MOC rausgehen. So, draußen angekommen, einfach ins Aktionsmenü öffnen. Dort müssen wir uns dann einmal als MC-Präsident registrieren, fordern uns dann einmal das MK2-Bike an. Denn jetzt müssen wir einmal das MK2-Bike in die MOC reinstellen und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Glitch. Ihr müsst aber darauf achten, dass das MK2-Bike jetzt nicht kaputt geht, weil wenn es jetzt irgendwie zerstört wird oder sowas, könnte es passieren, dass ihr einen toten Stellplatz bekommt. Deswegen müsst ihr zusehen, dass ihr wirklich schnell das MK2-Bike dann in die MOC dann reinstellt. So, einfach dann mit der MK2 in die MOC reinfliegen, Fahrzeuglagermeldung einfach annehmen und jetzt steht das Spezialfahrzeug in der Spezialgarage drin. Jetzt einfach noch die MOC dann verlassen. Draußen angekommen, einfach dann das Spezialfahrzeug anfordern, was wir uns dann gerade gezogen haben. Und ihr seht, das Fahrzeug kann ich jetzt ganz einfach über das Interaktionsmenü anfordern. Und das war auf jeden Fall die erste Methode und jetzt werde ich euch dann mal noch die zweite Methode zeigen. Für die zweite Methode auch einfach wieder eure MOCs platzieren, euer Freund geht wieder hinter eure MOC, auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew. So, dann einmal auf das MK2-Bike aufsteigen, das MK2-Bike einmal aus der MOC rausholen. So, wir müssen uns dann wieder ein MPC-Auto suchen, genau denselben Step wie eben. Wir fliegen wieder aufs Dach oben drauf, Steuerkreuz drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts. So, wenn das Auto despawnt, einfach wieder absteigen. So, wir lagern das Fahrzeug ein, persönliches Fahrzeug einlagern. Wir müssen dann jetzt das ein Auto anfordern, was wir jetzt nicht mehr benötigen. In meinem Fall ist es müssen noch ein LEG in der Agenturgarage drin stehen haben. Jawohl, da ist er. Einfach dann den LEG anfordern. Dann warten wir, bis der LEG geliefert wird.
So, dann steigen wir jetzt in das Auto ein, was wir uns ziehen wollen. Unser Freund geht wieder in seine MOC, eintritt mit nahen Freunden und Crew, schickt uns dann wieder eine Einladung in seine MOC. Die Einladung akzeptieren wir einmal. Jetzt bekommen wir wieder einen schwarzen Blackscreen. Jetzt kommt dann wieder der Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Ich benutze einfach wieder den Bot Anabak 2. Auch die Meldungen, die jetzt kommen, auch einfach mit X einfach alle bestätigen. Dann werden wir jetzt wieder kurz in der MOC freezen. Perfekt. Und landen dann in unserer MOC. Dort angekommen, ja, muss unser Freund uns dann noch einmal eine Einladung in seine MOC reinschicken. Diese Einladung akzeptieren wir dann einmal. Warten, bis wir in seine MOC gelandet sind. Perfekt. Ja, einfach dann seine MOC dann verlassen. So, als nächstes gehen wir dann einmal auf Options, auf Online, gehen dann einmal in den Creator. Und zwar müssen wir jetzt zweimal in den Creator gehen und dann wieder in den Online-Modus. Ich werde es euch jetzt zeigen. Wir gehen jetzt einmal in den Creator. So, in den Creator angekommen, gehen wir wieder auf Online und dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. So, sind wir dann in der Einladungssitzung angekommen, gehen wir wieder auf Options, auf Online und gehen dann wieder auf den Creator und wiederholen den gleichen Schritt einfach nochmal. Angekommen, Online und wieder auf Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und ja, wenn wir dann jetzt in der Einladungssitzung spawnen, müssten wir das Auto dann in unserer Garage stehen haben. Interaktionsmenü öffnen und ihr seht, ich kann jetzt den gepanzerten Boxwell aus dem Interaktionsmenü anfordern. Wir warten einmal ganz kurz, bis das Fahrzeug geliefert wird. So, und ihr seht, ich habe jetzt auch das neue Fahrzeug gezogen. Und ja, das waren auf jeden Fall beide Varianten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.